So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Let's Play WWE 2K15 Universe hier an diesem wunderschönen, lass mich eben zählen, 1-2 Mittwoch. Ist das nicht toll? Jeden Tag um 17 Uhr gibt's eine neue Ausgabe. In der letzten Episode habe ich euch ein bisschen befragt zu diesem neuen System, von wegen wir verfolgen einen Wrestler. Jetzt fällt mir gerade ein, ich hätte eigentlich dieses Match hier im Hitbox-Stream zum Voting stellen sollen oder eines dieser Matches. Aber wir haben eine andere kleine Besonderheit. Wir haben einen Gast in der Skype-Konferenz und ich begrüße die gute Alina. Hallo. Hey. So, ihr fragt euch vielleicht, Franz, was soll das denn jetzt? So, kleine Backstory. So, also, du bist die Alina. Du bist irgendwie mal in meinen Stream gekommen. In einer meiner Streams, ich glaube vor einer Woche oder so, ne? Ja, das war letztes Wochenende, denke ich. So, also Aufnahmezeitpunkt ist der 23.01.2015, nur damit ihr es wisst, also könnt ihr in der Woche zurückrechnen. Und das Ding ist, dann kam es auf einmal in den Stream und da sind erstmal die Leute ausgerastet. Wow, ein Mädchen bei einem Franz-Zock-Stream! Könnt ihr euch das vorstellen? Und dann wurde sie im Prinzip voll Fame und dann ging dann immer so weiter. Und ihr wisst ja, ihr habt immer so Gastkommentatoren beim Universe-Modus. Und die Leute, ich habe ein Voting gemacht, die Leute wollten unbedingt da Lina hören im Universe-Mode-Stream oder hier jetzt in der Episode. Aber das Ding ist, du bist ja nicht wirklich so der krasse Wrestling-Fan, kann das sein? Nee, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus eigentlich. So. Aber man muss sich ja dem Willen der Zuschauer beugen und deswegen ist sie jetzt einfach mal hier. Und wir machen das so. Wir gucken jetzt sowieso bloß ein kleines Match hier bei SmackDown. Und das werden wir ein bisschen simulieren lassen. Dann reden wir ein bisschen mit Alina über irgendwas. Muss ja nicht was mit Wrestling zu tun haben. Und ja, wenn ihr auch solche coolen Momente live miterleben wollt, dann könnt ihr gerne auf mein hitbox.tv /franzockt-Kanal vorbeischauen. Der wird immer, weiß ich nicht, mit Livestreams bestückt. Am Wochenende so meistens. Das wird angekündigt auf meiner Facebook-Seite facebook.com/franzockt oder meiner Franzockt-Facebook-Gruppe. Und ich würde einfach mal sagen, so, Nalina, du hast jetzt die Wahl zwischen 5 Matches, die ich zeigen kann. Ich sag dir einfach mal die Namen, auch wenn die vielleicht nichts sagen. Aber darfst du trotzdem aussuchen, welches Match wir simulieren lassen, welches wir uns angucken. Hört sich das gut okay. an? Okay. Ja, gut. Das hört sich gut an. Wir hätten als erstes Match den, erst nochmal zu sagen, nee, okay, warte, machen wir gleich. Wir hätten als erstes den guten Damien Mister gegen Tyson Kidd, ein sehr ansehnliches Match. Dann hätten wir etwas Steven-Action, also wo Frauen wrestlen. Das wäre die gute Cameron gegen Natalya. Hat man nicht so oft im Let's Play. Dann Kane gegen Bray Wyatt. Du siehst ja im Stream, wie die immer so aussehen, bloß mit ein bisschen Verzögerung, ne? Ist alles in Ordnung? Ja. Dann hätten wir Tyler O'Neill gegen R-Truth und als Main Event Roman Reigns gegen Jack Swagger. So. Welcher Name gefällt dir denn am besten? Ich finde die Mädchen ganz gut. So. Das heißt, die wollen wir simulieren. Die wollen wir uns mal angucken, ja? Sagst du? Ja. Gut, das machen. Ich nichts dagegen. Das machen wir. Dann bekommen die Diven-Fans unter euch Zuschauern auch mal ihren Willen. Man weiß nicht so ganz. Wir lassen die anderen Matches simulieren. Damien Mizdow gegen Tyson Kidd. Das gewinnt hier Damien Mizdow. Kane gegen Bray Wyatt. Da holt sich Kane den Sieg. Obwohl Bray Wyatt eben nebenbei doch in der Fehde mit Dean Ambrose, ihr erinnert euch. Dann haben wir Tyson O'Neill gegen R-Truth. Und da holt sich der gute R-Truth den Sieg. Und Roman Reigns gegen Jack Swagger im Main Event. Und dort holt sich Roman Reigns den Sieg. Nicht schlecht. Gut, dann würde ich einfach mal sagen, machen wir auch Schwung normal, ein Zug aus und wir starten das Match hier. Das müsste nicht allzu lange laden, das sind keine selbst erstellten Charaktere, aber ihr wisst, die Diven sehen leider nicht so gut aus hier im Spiel, sind leider nicht so optimal gelungen, vor allem im Gesicht. Was will man machen? So, Alina, wie alt bist du nochmal? Du bist 15, ne? Ja, ich bin 15. So, nur damit die Leute wissen, dass ich nicht, irgendwie Neunjährige in die Konfi hole. Aber du hast eine, wie sagst du, manche Leute sagen zu dir, du bist bei deiner Geburt in den Helium-Topf gefallen oder sowas in der Art, ne? Ja, ich habe eine wirklich sehr piepsige Stimme. Ja, aber das ist ja kein Problem. Ich starte mal das Match, wir lassen das simulieren. Habe noch nie das Attire von Cameron hier gesehen, das ist die Linke. Naja, alles klar. Ja, aber du hattest früher so ein bisschen Bezug zu Wrestling, sagtest du, ne? Ja, mit meinem Dad so ein bisschen früher gesehen, ein bisschen früher gezockt. Aber nicht sonderlich viel. Ja, immerhin etwas. Kannst du dich denn noch an irgendwelche Namen erinnern aus diesem Wrestling-Bereich? Nein, eigentlich nicht. Ja, das ist kein Problem. Wie gesagt, Freunde, ich beuge mich dem Willen der Community. Und du hast ja auch einen Instagram-Account, den hau ich gerne in die Videobeschreibung. Hast ja gesagt, das ist kein Problem. Ich habe
Ich habe mir Sorgen gemacht. Es gibt ja immer so böse Leute in den Kommentaren, die auch mal ein bisschen unter die Gürtel oder die gerne mal unter die, wie sagt man, über die Stränge schlagen oder so. Und da würde ich euch bitten, dort ein bisschen zurückzunehmen. Und ich mache das alles im Sinne der Community. Ja, Alina, was sind denn so deine ersten Eindrücke zu diesem Match? Was fällt dir so auf? Ja. Wie findest du denn das Outfit von den beiden? Ziemlich mädchenhaft. Und ich find's cool, dass sie bauchfrei anhaben. Ja, gut. Ja. Ja, sind halt die meisten so, ne? Die ganzen Diven. Es ist ja leider so, dass die Diven, also die Frauen, oder was heißt leider, manche sagen leider, manche nicht, dass sie nicht so viel Zeit bekommen in den Programm, in den Programmshows, wie die männlichen Gegenstücke. Wieso denn nicht? Genau, da wollte ich gerade fragen, wie du das findest. Na, das Allgemeinding ist halt einfach, dass, wie so oft, das Wrestling-Geschäft schon, wie sagt man, historisch, doch von Männern dominiert ist. So, ne? Also, ist ja klar. So, das halt, ist halt wie mit dem Boxen, im Prinzip wie alle Sportarten. Das kommt erst nach und nach mit Frauenfußball, mit Frauenbasketball und so weiter und so fort. Und nach bekommen jetzt die ganzen Dieben jetzt auch mehr, Programmzeit oder mehr Fernsehzeit, wie man so möchte, im Fernsehen. Aber man muss leider sagen, bei der WWE gilt allgemein schon der Grundsatz, dass es wichtiger ist, dass die Frau besser aussieht, als sie mehr im Ring drauf hat. Mehr im Ring drauf hat. Und das finden viele scheiße. Und dementsprechend sind die Matches auch nicht so gut. Und deswegen sind viele von den Diven-Matches abgeneigt und wissen gar nicht, was es für krasse Frauen im Wrestling-Business gibt, die klasse Matches abliefern können. Toll, ne? Ja, das ist irgendwie sehr diskriminierend, dass Frauen unbedingt gut aussehen müssen, aber sich nicht richtig prügeln dürfen. Ja, naja, ist halt das heißt nicht richtig prügeln, ne? Die müssen halt schon darauf achten, dass sie nicht irgendwie mit einem blauen Auge davon gehen und können nicht, weiß ich nicht, bluten oder was auch immer, was allgemein heutzutage sehr selten ist. Aber es gibt aktuell so eine Show, die nennt sich Total Divas. Dort bekommen die Diven aus der WWE auch mal wieder etwas, weiß ich nicht, mehr Prominenz. Und zwar haben die auf einem anderen Sinne so eine eigene Show bekommen. Die sagten, ja, das ist im Prinzip Assi-TV, bloß mit den Diven, also so Reality. Kennst ja solche Formate, ne? Wo sie einfach durchs Leben begleitet werden, so halb geskriptet, halb nicht. Und dann wird versucht, dort das interessante Leben der Diven zu erzählen. Würdest du dir sowas angucken? Naja, im Moment interessiere ich mich sogar so ein bisschen mehr für Wrestling und wahrscheinlich ja. Ja, warte mal, wir haben jetzt hier erstmal ein schönes Cover von Natalia. Das Cover hier von John Cohn 2, aber nur bis 2, alles klar. Ach, wie kommst du das denn, dass du dich auf einmal ein bisschen mehr für Wrestling interessiert? Durch mich doch nicht etwa, oder was? Ich möchte doch schließlich mitsprechen können. Das ist ein guter Vorsatz. Pass auf, wir machen einen kleinen Pack. Du fängst jetzt an mit Wrestling gucken. So. Mhm. Und du bist dann, weiß ich nicht, in Zukunft nochmal hier. Wenn die Zuschauer das nochmal wollen, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und dann kannst du deine ganzen... Warte, erstmal Cover. 1, 2. Und Cameron holt sich hier einen Sieg. Nicht schlecht. Cameron holt sich hier einen Sieg gegenüber Natalias erstes Diven-Match im Let's Play. Let's Play Universe. Wo war ich gerade? Ach, wir machen das hier nochmal, wenn die Leute das befürworten. Und dann zeigst du uns allen, wie viel du in dieser Zeit gelernt hast. Wie viel du dich jetzt mit Wrestling auskennst und. Ist das ein Deal? Na gut, ich werde mein Bestes geben. Hast du denn irgendwelche, spielst du irgendwelche Spiele? Also auf der Konsole, auf dem PC oder sonst was? Naja, nicht wirklich. Kein Problem. Sonst würde ich dir empfehlen, empfohlen, halt mit den Spielen anzufangen, weil ich dadurch auch sehr viel gelernt habe. Aber ist kein Problem. So, ansonsten, Wrestling läuft im Fernsehen, im deutschen Fernsehen, donnerstags um 22 Uhr, freitags, also 22 Uhr auf Tele5, am Freitag, glaube ich, 23 Uhr auf ProSiebenMax und ansonsten montags auf Eurosport um 21 Uhr. Nur das nochmal als Richtzeichen und an alle, die das auch schon mal im Free-TV sehen wollen und noch nicht wissen, wann das läuft. Meinst du wirst dir das mal reinziehen? Ich werde mich auf jeden Fall ein bisschen mehr damit befassen, damit ich das nächste Mal ganz groß punkten kann. Das ist ja toll. Gut, also, dein Instagram-Account ist unten in der Videobeschreibung, ne? Mhm. Gut, dann bekommst du voll krass viele Follower durch mich.
Und dann kannst du dich bedanken beim nächsten Mal, wenn du wieder dabei bist. Ja, und dann würde ich sagen, das war's mit der Episode. Hast du noch irgendwelche abschließenden Worte an die Franzock-Community? Ich hoffe, dass ihr an mich glaubt, dass ich so viele Infos wie möglich über Wrestling mir im Kopf behalten kann, damit ich das nächste Mal sehr viel reden da kann. Ich glaube, wir sind alle sehr gespannt. Gut, Freunde. Würde mich sehr über einen Daumen hoch für diese Episode freuen. Airblock ausschalten, ihr kennt das ganze Prozedere. Wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr Alina so findet. Wollt ihr eine Weiterführung dieser Serie? Man weiß es nicht ganz. Seid ihr gespannt, ob Alina schaffen wird, sich so stark über Wrestling zu informieren, dass sie mitreden kann, vielleicht beim nächsten Mal? Man weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Feedback ist immer gern gesehen und seid immer schön nett. Behandle jeden so, wie man selbst behandelt werden möchte. Ist ein guter Grundsatz, wie ich finde. Was sagst du? Ja, das finde ich auch. Na, das ist schön. Gut, bis dahin, euer Franz, eure Sock, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.